Hätte ich das Rennen, glaube ich, echt nicht gewonnen. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren irgendwie, aber ich meine, ich hätte halt, glaube ich, wirklich nicht gewonnen, wenn dieser Bug nicht da wäre. Aber gut. Ein Bug zu meinen Gunsten ist immer ein guter Bug. Gewonnen! Wir haben beim ersten Versuch alle Rennen geschafft. Das ist doch wunderbar. Das wäre jetzt natürlich auch ganz nice, wenn ich sein Symbol auch noch gewinne. Und zwar ist sein Symbol, genau, ich sage euch, wo es ist. Es ist genau hier. Ich bin gut. Ich habe zwar nur geraten, aber ich bin gut. Leistung, Reifen, na toll, Reifen, ey, was hab ich mit einer Reife? Nächster Gegner ist Blacklist Numero Duo. Torusato Bull. Toll! Wagen, Mercedes-Benz, SLR McLaren. Stärke Sprintrennen. Lebenslauf, Double Point. Wenn Razor nicht wäre, würde Toru vermutlich immer noch von der Blacklist träumen. Razor meint, er hätte ihn im Griff. Dabei ist die Lackierung noch das einzig serienmäßige an Torus Wagen. Er hasst Kratzer an seiner Kiste, also verpasse ihm einen kleinen Schubser, wenn du kannst. Ich kann nichts anderes als Schubser. Er hasst Kratzer an seinem Wagen, aber fährt ein Schild um. WTF? Ich kann es gerne nochmal sagen, der Ingame-Sound war ziemlich laut. Er hasst Kratzer an seinem Wagen, aber fährt ein Schild um. Ja. Du hast die Top 3 geknackt. Danke. Und das, obwohl du nichts hattest, als du aus dem Knast gekommen bist. Nicht übel. Noch ein Blacklist-Fahrer und Razor gehört uns. Nein, nein, Schnecke. Erstmal noch ein Blacklist-Fahrer und dann nochmal rennen und dann gehört er uns. Nö. Ne? So, jetzt würde ich sagen, wir gehen erstmal sofort zum Unterschlupf. Dort wählen wir mal unseren nächsten Wagen aus, wobei... haben wir den Viper gewonnen? Oh, der DB9 ist einmal so... Ah ne, es ist ja gar nicht unserer. Hui! Soll ich den mal verkaufen? Ich meine, ja, verkaufe ich für wie viel? Wie kann man den verkaufen? Auf 1, ja, gegen 45.000. Richtig, so. Viper sieht natürlich auch ziemlich geil aus. Ich mag den Wagen auch ziemlich. Er sieht allgemein ziemlich geil aus. Ja, ist ein bisschen schlechter, der DB9. Sieht aber auch fett aus. Aber ich glaube, ich nehme mal die Viper. Und da gehe ich mal auf freie Fahrt und dann gucke ich mal, ob ich den noch weiter aufmotzen kann. Ob man da noch über viel Leistung rausholen kann. Wow, der hat ein komisches Handling. Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen. So, gucken wir mal. Leistung, Motor. Ultimate hat er schon drin. Getriebe. Hat er auch schon Ultimate. Fahrwerk. Auch schon Ultimate. Nitro. Hat er noch nicht Ultimate. Reifen. Hat er Ultimate. Bremsen. Hat er Ultimate. Und Kompressor. Hat er Ultimate. Supi. Gehen wir mal ein Checkout. Yo. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier noch einige Leistungstuning-Kits. Und. Böse. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch in den Dings hier noch alles reinstecken soll. So Motor, Fahrwerk und der ganze Kram. Ich weiß noch nicht mal, wie viel das so bringt, ey. Ah, nee. Scheiß mal drauf. Weißt du was? Ja, komm. Ah komm, ist mir jetzt so. Ach, ich kann immer noch ins Hinterzimmer. Ach, ich hab da noch ein paar. Fett. Hä? Habe ich es vorher nicht gemacht? Egal. Oder jetzt... Nee, habe ich nicht gemacht. Okay. Warte, gut. Gut, ist okay. Ja, passt schon. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der abgeht. Wehe, der geht das nicht ab. Ich habe alle Spezialtuning-Teile in den reingesteckt, Mann. Huhu. Der wird noch abgehen. Boah, ich habe mehr als genug Kopfgeld, ey. Leck mich am Arsch, ey. Meilensteine.
Lass dich in eine 9-minütige Verfolgung entwickeln, ey. Wow. 266 km/h, 220 km/h, Blöße. Das schaffe ich locker. Wo ist der Blitzer überhaupt, ey? Verstehe ich nicht. Aber egal. ...220 schaffe ich auch ohne Nitro. Das ist lächerlich. Lolz. So. Dann machen wir noch den nächsten. 266. Könnte schon etwas schwieriger werden, aber für unsere Dodge Viper... ...oder Viper Dodge... ...nee, Dodge Viper... ...dürfte das eigentlich auch kein Problem sein. Ja, kein Ding. So, und den letzten noch, 313 km/h. Oha, wo steht denn der? Der ist wahrscheinlich so voll fies, so irgendwo direkt hinter einer Kurve oder bergauf oder so ein Kack. Die mag ich irgendwie immer nie. Die sind kacke. Oh, stimmt, 313 km/h. Jawohl, sauber. Boah. Aber Henning hat der, ist der Ding der Viper schon gut. Also muss man sagen. Sauber. So, was brauchen wir noch? 9-minütige Verfolgung, Sachschaden von 200.000. 8 Nagelbahnstraßensperren und 12 Straßensperren. Ich würde sagen, erstmal hier fett in den Unterschlupf. Dann holen wir uns unseren Lambo und damit machen wir hier fett diese Meilensteine. Yeah. Geil. Oh, 9-minütige Verfolgung, ey. Holla die Waldfee. Das kann doch was werden. Aber gut. Fahrzeug ist ein schwarzer Lamborghini. Ich weiß. Halt, Moment. Was haben wir denn noch für Meilensteine? Habe ich nämlich gerade wieder nicht. Uff, hier passt. 12 Straßensperren, 8 Nagelbänder und, ich weiß nicht, zählt eine Nagelbahnstraßensperre auch zu den normalen Straßensperren? Man weiß es nicht. Aber man wird es wohl gleich bald herausfinden. Sorry. Den kann man noch ran. Wobei eigentlich Fahrzeug, Bullenwagen ran hier eigentlich nicht dazu gehört, aber Sachschaden von 200.000 muss ich mir holen. Sachschaden von 200.000. Oh, da noch ein Bulle. Boah. Ach du Scheiße! Das war eine kurze Verfolgung, ey, leck mich am Arsch! Scheiße! Kacke! Wie lang war die jetzt? 10 Sekunden oder so? 4000? Die Verfolgung ging 20 Sekunden und da habe ich schon 4000 Dollar, muss ich machen. Ja. Dazu sage ich nur, das ging mit dem Stimmverzerrer. Ist der überhaupt an? Ich höre mal kurz. Ach, perfekt. Kacke. Naja, neuer Versuch. Genau das gleiche machen wir noch 10 Mal und dann, dann habe ich hier schon keine Lust mehr und dann ist das Spiel wieder total behindert und so. Was? Warum Level? Oh, jetzt bin ich mit dem Level 1. Willst du mich verarschen? Nein, ha. Warum bin ich mit dem denn Level 1? Oh, blöd. Wahrscheinlich, weil ich erwischt worden bin. Oh, hoppa, 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 hoppa. Gut, dann entkomme ich jetzt einfach mal kurz und dann nehme ich mir die Viper zum Verfolgen. Gut, so. So, ups, nein, geh weg. So, dann nehmen wir die Viper, so. Supi.
gehen auf Kopfgeld, gehen auf Rosewood Polizeirevier und gehen auf... Ja. Und ab geht's. Put, 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 put. Jetzt muss ich halt die ersten paar Male wieder ein bisschen langsamer fahren, weil die Bullen von Fahndungslevel 1, die sind da geistig nicht unbedingt die hellsten und die schnellsten. Und ich habe mich hier gerade fast ein bisschen an meinem Schreibtisch geschnitten. WTF. Relativ tödlich gefährlich. Mein Schreibtisch. Ach, Verfolgungsschaden brauche ich ja auch. Stimmt, total vergessen. Also Sachschaden. Hä? Und bang, bang, boing, push, ich. Bang, boing. Ups. Sorry. Ach stimmt, das ist immer so geil, wenn man sich so im Kreis dreht, dann können die ja nicht erwischen. Das finde ich voll witzig. Guck mal. Das kann ich jetzt eine halbe Stunde lang machen und der erwischt mich nicht. Ich weiß nicht, bei einem Oh nee, ne? Boah, ey. Sei ich da bloß. Kommt da nicht noch ein Bulle irgendwo? Bitte. Verdammt. Ja, ich kann super geil Donut machen. Hm. Och, toll. Egal, gehen wir wieder auf Polizeirevier. Das eine Mal erwischt man mich sofort. Das andere Mal bin ich schon weg. Kacke. Hallo. Finde eine grüne Viper. Nein, nein, nein. Ich fahre jetzt hier erstmal im Kreis, bis da noch mehr Bullen kommen. WTF! Mann! Der ist schon wieder kaputt. Scheiße. Bang, bang, bang! Gerade habe ich darüber nachgedacht, jetzt nochmal eine halbe Stunde Verfolgung zu machen. Da bin ich aber zu dem Schluss gekommen. Ich wollte ja eigentlich die Verfolgung jetzt machen, wo ich noch Fahndungslevel 5 mit dem Lamborghini war. Naja, die Story weiterspielen wollte ich aber nur mit dem Viper. Aber wenn ich mit der Viper gespielt hätte, dann wäre der Lamborghini die Fahndungsstufe halt runtergegangen. Da ich jetzt erwischt worden bin, bin ich mit dem Lamborghini sowieso wieder Level 1. Das heißt, ich werde jetzt wieder erstmal nicht die Meilensteine, sondern die Rennen machen. Weil... Ja, deshalb und so. Einfach so, weil ich sowieso jetzt mit allen Autos Level 1 bin, kann ich die Verfolgungen auch nachher noch machen. Wo? 1, 0. Oh ne, da ist er schalten. Auf linker Shift habe ich schalten belegt. Oh, schalten belegt. Nein, verdammt. Da haben wir schon Salat. Subi. Jahre Neustart. So, jetzt können wir auch noch ein bisschen langsamer fahren. Huh, ha! Boah. Puh. Oh, wuhu. Oh, 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 Puppe, Puppe. Hui. Juhu, geschafft. Also, wie viele Rennen brauchen wir denn? 8 Rennen müssen wir fahren. 8 ganze Rennen, ey. Boah, 15 Kilometer, ey. Ja, gut, egal. Na ja, genau, komm. 1, 0, 0. So. So, genug Nitro gegeben. Und jetzt fahre ich noch ein paar Rennen und vielleicht spiele ich das heute sogar noch durch. So eine letzte zweistündige Aufnahmesession, wo ich das Spiel dann komplett noch durchspiele. Das wäre es natürlich. Das wäre nice. Dann hätte ich Need for Speed endlich fertig. Ich meine, jetzt hat es mir wieder Spaß gemacht, die letzten paar Folgen und die Aufnahme jetzt eigentlich auch. War nicht schlecht und ich habe mich auch, es liegt vielleicht auch wirklich daran, weil ich mich besser konzentrieren muss. Allgemein aufs Zocken, weil, keine Ahnung. Ich sollte mich einfach besser konzentrieren, glaube ich, weil sonst wird das nichts. Ups. Ach Mann, ach ja.
Oh, ich habe sogar ein Beeil dich gekriegt. Normalerweise früher dachte ich immer so, wenn ich Beeil dich gekriegt habe, dachte ich mir so, nein, das war nicht gut genug. Also wenn da dran stand, ja, beeil dich noch 10 Sekunden. Da dachte ich immer so, ja, ich will auf keinen Fall dieses Beeil dich da stehen haben. Wenn das da nicht steht, dann war ich okay. Aber wenn es dann steht, dann war das ungenügend. Nicht ausreichend, das wären 4. Oder mein Lieblingsflachwitz, den ich da meistens immer bringe, ist mit dem Notensystem in der Schule. In der Schule ist es nämlich so, dass also 6, die Zahl 6, WTF? Ach so, lol, das hat mich jetzt mal übel krass verwirrt. Hä? Ja, in der